Es ist ein heißer Nachmittag und eine Menschenmenge hat sich in Graz vor einem Kaufhaus versammelt, um ihn zu sehen. Adam Sachs, den berühmtesten T-Shirt-Zerschnipsler der Welt. Alles, was Adam mit den Scherenhänden, wie er in der Szene genannt wird, für seine Show braucht, ein hübsches Mädchen, ein Ed Hardy-Shirt und seine Schere natürlich. Und schon kann's losgehen. Aber warum und wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee? Ich wollte schon immer mehr Haut sehen und ich fand T-Shirts waren da der einfachste Weg. Ich habe mit einem Freund begonnen, T-Shirts zu designen und wir haben sie zu einem Mode-Event in Las Vegas mitgenommen. Dort hat mich auch ein Mädchen gefragt, ob ich ihr genauso ein T-Shirt wie auf der Modepuppe machen könnte. Und ich sagte, kein Problem, machte zwei Schnitte in ihr Shirt und plötzlich sahen mir 50 Leute zu. Ich habe dann 4 Tage lang Shirts geschnitten, für jeden, der eines wollte. Und ich war so glücklich. Ja, manchmal werden Träume wahr. Aber was sagt Adam eigentlich dazu, dass Ed Hardy quasi die Hausmarke der Krocherbewegung geworden ist? Ich weiß nicht, was zur Hölle Krocher sind, aber wenn sie Ed Hardy tragen, dann sind sie super. Wir sind alle eine große, glückliche Familie. So, this is Adam Sachs from Plus 4 saying goodnight and cut.